Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben, coolen, süßen und verrückten, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir sind immer noch auf Mallorca, Tag 2. Wir haben heute was ganz, ganz Cooles vor. Was es aber ist, werdet ihr später erst erfahren. Ich darf es Ihnen noch nicht sagen, weil es ist eigentlich eine Überraschung für Miley. Jetzt gehen wir erstmal frühstücken und ich bin ganz gespannt, was es da unten geben wird. Hast du Hunger? Ich habe noch nicht so Hunger. Ich hoffe für die Kinder, dass was Ordentliches. Die sind ja immer so ein bisschen. Eigentlich nehmen die das Einfachste, das sind Cornflakes. Aber wenn es da keine ordentlichen Cornflakes gibt, ist auch blöd. Ist halt kein Kinderhotel. Mal gucken. Und Anne, bist du zufrieden mit dem Frühstück? Ja, aber der Renner ist hier wirklich die Melone. Die ist hier ratzfatz weg. Wir haben gleich wieder Nachschub geholt für uns. Die ist so lecker hier. Die schmeckt irgendwie anders als bei uns. Viel, viel süßer. So viel intensiver. Und du, Juna? Hast du schon was gegessen? Ja. Du auch, wa, Miley? Gut. Ist die Hauptsache, aber wir haben heute Großes vor. Ich war jetzt noch mal ganz kurz eine Sonnenbrille holen, die ich beim letzten Mal verloren habe. Und einen neuen Sonnenhut, weil ich zuvor war, meinen einzupacken. Und Juna hat sich auch was ganz Süßes gekauft. Juna, zeig mal, was hast du gekauft? Wow. Ein Pferd! Ja. Und jetzt machen wir es auf dem Weg, unser Taxi kommt gleich. Ich darf immer noch nicht verraten, wo wir hinfahren. Weil sonst weiß es ja Miley und das wäre ein bisschen blöd. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich habe nur ein bisschen Sorge, weil wir die ganze Zeit in der Sonne sein werden. Deswegen habe ich mir jetzt einen Sonnenhut gekauft, weil sonst kriege ich ganz schnell einen Sonnenstich. Wir sind da! Dann denkst du wieder fleißig am, weiß ich nicht, Storys drehen. Ja. Und Miley, hast du Spaß? Ja, wir gehen gleich zu einer Runde. Luna hat auch total Spaß, wie man da hinten sieht. Sie ist ein kleiner Frosch. Quack. Quack. Ich glaube, wir haben noch nicht mal alles gesehen. Es gibt hier noch richtig viel. Also hauptsächlich Rutschen. Gut, ich bin sicher der Rutschen-Typ, aber Miley total und Luna halt eben nicht. Das heißt, ich werde mit Luna den Tag verbringen und Henning mit der Miley. Wir warten ganz gespannt, bis oben der Topf voller Wasser ist und dann fließt der mit einem Karacho runter. Na los, wie lange braucht er noch? Zack, zack. Das ist heftig. Na, Anne, versuchst du braun zu werden? Ja, das Lustige ist, wir haben ja hier so eine blauen türkisen Bändchen gekommen. Mit denen kommen wir eigentlich überall hin. Wir müssen nicht anstehen. Wir können es aber nicht nutzen, weil die beiden Kinder wollen nicht rutschen oder dürfen noch nicht. Die wollen auch nicht. Bis jetzt haben wir die noch gar nicht gebraucht, ey. Ja, auf den Planschbecken. So sind sie, die Kinder. Okay, wir sind jetzt zurück vom Baden. Wollten uns eigentlich hinlegen. Ja, das ist mein Wecker. Der sollte jetzt klingeln. Der sollte jetzt klingeln. Aber ja, die Kinder haben nicht mit gemacht. Und deswegen verpassen wir heute auch was. Was da? Und zwar eine schöne Kindervorstellung, die wir leider nicht machen können. Weil die Kinder sonst zu übermüdet sind und das einfach nicht funktioniert. Jetzt gehen wir noch ein bisschen shoppen, gucken, was es hier noch so gibt in den Läden. Abendbrot essen und dann geht's schon wieder ab ins Bett. Ja. Dann ist der Tag vorbei. Ist aber doch streng. Sieht auch voll streng aus mit den Haaren. Doch, Hände sitzen, ab ins Bett! Heißt erstmal ein bisschen Busfahren hier. Bahn. Oder Bahn. Busbahn. Bahnbus. Busbahn. Busbahn. Im Bus ja auch nicht wie eine Bahn. Ja. Mit Shoppen war übrigens nichts, Leute.
Kinder haben einfach alles angetatscht und hatten keinen Bock mehr. Und deswegen sind wir jetzt auf dem Weg zurück. Gott. Oh, so schöne Kleidchen gibt es hier. Ja, so schöne Kleider. Oh Gott, das wackelt so toll. Boah. Ich muss auch ehrlich sagen, es ist zu warm, um zu shoppen. Also in den Läden. Willst du duschen schon wieder? Jetzt? Okay. Mädels, kommt, aussteigen, aussteigen. Ja, aussteigen. So, hier lang. Weil ihr könnt euch nicht vorstellen, was uns gerade passiert ist. Also nicht nur, dass die Kinder keinen Mittagsschlaf gemacht haben und jetzt total übermüdet sind und gar keinen Bock mehr auf irgendetwas haben. Nein, wir wollten jetzt Abendbrot essen, weil wir jetzt alle Hunger haben im eigenen Hotel und wurden wieder rausgeschickt, weil wir keinen Dresscode haben. Wir wurden rausgeschickt aus dem eigenen Hotel, weil wir dem Dresscode nicht entsprechen. Ich verstehe ja, wenn ein Restaurant sagt, bitte nicht in Badesachen kommen, aber wir haben alle normale Sachen an. Wir haben nicht mal ein Bikini drunter oder so. Henning hat normale Sachen an. Die Kinder haben normale Sachen an. Und wir durften trotzdem nicht rein und essen. Ja. Es wurde all-inclusive bezahlt. Es wurde auch bezahlt. Ja, also ich möchte auch nicht meinen Kindern oder mir jetzt was Schickes anziehen, essen gehen. Die Kinder kleckern sich voll und nach dem Essen ziehe ich das aus, um schlafen zu gehen. Das ist für mich jetzt auch irgendwie nicht so die Variante. Also jetzt sind wir einfach neben dem, da ist unser Hotel und wir sind im Restaurant daneben und essen da jetzt was. Wenigstens die Kinder verstehen sich jetzt gerade. Es gibt keinen Streit. Ich bin glücklich. Okay, ich muss echt sagen, es hat sich dann doch gelohnt, hierher zu gehen. Weil schmeckt es euch, Mädels? Ja. Miley ist das erste Mal einen eigenen Kinderburger. Zeig mal, wie groß der ist. Boah. Voll gut, ne? Und Juna macht wieder nur Blödsinn. Was sind deine Nudeln, Juna? Wir haben uns wieder ein neues Haustier zugelegt. Diesmal sogar zwei. Meine heißt Lisa. Okay, deine heißt Lisa. Und wie heißt... Das hier ist der Hund. Und wie heißt der Hund? Welchen Namen gibst du dem Hund? Wollen wir den Hund Pünktchen nennen? Ja. Hallo Pünktchen. Hallo Lisa. Okay, die Kinder erstmal baden. Meine ganz fleißig Muscheln gesammelt. Und dann heißt es ab ins Bett, ne? Wir haben inzwischen schon wieder über 21 Uhr. Ach, Leute, wir sitzen jetzt noch mal draußen und genießen ein Wein. Und ja, ihr habt bestimmt schon richtig gesehen. Nein, so sahen wir gerade in der Frequenz vorher nicht aus. Es liegt daran, dass wir immer vergessen haben vor lauter Stress und wir waren völlig fertig, das Video zu Ende zu drehen. Jetzt ist schon eigentlich ein Tag vor meinem Geburtstag, also heute ist Samstag. Morgen ist der 26. und ich werde ein Jahr älter. Ich werde 27 Endlich. Jahre. Und jetzt werden wir noch ein Gläschen Wein auf dem Balkon mit dieser hammergeilen Aussicht. Seht das mal bitte an. Wie geil! Genießen und werde mit dem lieben Henning in mein Geburtstag reinstoßen. Nein, das klang pervers. Warte nochmal. Nein, das war das nicht gemeint. Doch. Ja, weil das Kino jetzt. Auf uns. Ich bin die ganze Zeit unscharf und du die ganze Zeit, die Kamera fokussiert nur dich. Ja. Dabei geht's hier um nicht. Ich werde 27. Ja. Jetzt nimmst du die Kamera. Man sagt aber auch immer, Alter vor Schönheit. Ja, Leute. Wir werden jetzt den Abend noch genießen, ausklingen lassen, noch ein Glas Wein und wir werden dann noch gemeinsam schon wieder unscharf. Jetzt in Annes Geburtstag hineinstoßen. Nein, Spaß. Wir haben hier nicht mal eine abgetrennte Tür, Leute. Anne, jetzt hör doch mal auf. Ich muss das kurz sagen, weil es stört mich schon ein bisschen. Also es ist schön, das Hotel ist echt richtig... Das Hotel ist echt richtig schön, aber ich muss euch das aber ganz kurz sagen, bevor wir abreisen und dieses Hotel nicht mehr haben, weil ich nicht weiß, ob wir morgen vloggen werden. Ihr wisst ja, hier ist unser Bett. So, und dann kommt gleich das Badezimmer und wenn man da in dieser Toilette sein Geschäft verrichtet, können das einfach mal alle hören. Und unsere Kinder haben auch kein abgetrenntes Zimmer, man sieht, da liegt gleich das Bett. Das heißt, in unserem Bett läuft auch nichts. Wir haben wirklich jedes Mal, wenn wir auf Toilette mussten, groß... haben die gesagt vorher, Anne, mach mal bitte schnell Musik an, weil wir haben zum Glück die Boxen, mit der wir laut Musik machen können. Hier ist ein Vorteil, aber der Nachteil ist halt wirklich diese Glastür, man hört wirklich jedes Wort und die plumps ins Klo. Oh Mann, ey, was erzählen wir hier überhaupt eigentlich? Aber die Aussicht, das Hotel an sich, schon geil. Aber ja, oh, guck dir das mal an. Nee, ganz kurz den Mund halten. Es ist wunderschön. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. So viel wollten wir euch gar nicht erzählen. Wir wollten euch nur sagen, ist nicht alles Gold, was glitzt. Es hat auch alles irgendwie mal seine Nachteile. Ich bin die einfach dauerhaft unscharf. 27 und
zack, macht die Kamera mich unscharf, weil es Angst hat, ich habe Falten. Drauf? So, meine Lieben, an dieser Stelle werde ich jetzt das Video beenden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Nacht, je nachdem, was ihr jetzt macht. Ja, das Video kommt an meinem Geburtstag online. Ist schon ein komisches Gefühl, das jetzt zu drehen und jetzt zu sagen, ich bin schon wieder unscharf. Alter, das macht keinen Sinn mehr. Beende du das Video. Die Kamera hat mich jetzt echt gern. Weil Anne jetzt unscharf ist, muss ich das Video beenden. Ich hoffe, ich bin für euch jetzt scharf. Wie ist der Klubbe, der hat Probleme. Ich bin auch unscharf. Bei den ganzen Lichteffekten hier. Okay, dann müssen wir uns einfach so nah ransetzen, dass sie nichts anderes sieht. So. Okay, jetzt. Jetzt, guck. Wir wünschen euch einen angenehmen Tag heute noch, egal was ihr macht, ob es spät ist, ob es abends ist, ob Nacht, morgens, egal. Ja, jetzt guck doch mal in die Linse rein, nicht mal nach oben. Ja, sorry. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss, bis bald und danke. Warte, muss jetzt sauber machen. Tschüss. Ja, mach aus jetzt.